Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal da spielt die Zeit einfach ein bisschen verrückt und ja, es geht einfach sehr viel Zeit für anderes drauf. Und ich hatte mir ja jetzt auch vorgenommen, über die Ostertage viel zu filmen, aber es hat einfach nicht hingehauen. Und jetzt habe ich endlich einen freien Tag und dachte, jetzt oder nie. Ja, heute gibt es endlich das First Impressions Video, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, und zwar ein Full Face First Impressions. Es ist nicht komplettes Full Face, also es ist jetzt nicht alles, was ich benutze, komplett neu, weil ich einfach in dieser Kategorie nichts neu habe. Das sage ich euch aber vorher dazu und zeige euch natürlich alle Dinge, die ich neu habe. Und wie ihr seht, komplett ungeschminkt. Ich habe nur ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht, aber das sah einfach irgendwie komisch aus, ohne. Deswegen habe ich die schon mal drauf gemacht, ansonsten habe ich jetzt nichts drauf und würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video. So, für den Lidschatten heute, also ich habe zwei neue Sachen, und zwar habe ich einmal diese neuen Colourpop Lidschatten bestellt. Die sind jetzt aber sehr rosé-tönig, die passen jetzt nicht. Guck mal, ist das nicht eine süße Seepalette? Die ist rosé, gold und glitzer, das habe ich auf Amazon gefunden, die hat auch einen kleinen Spiegel drin und es passen jetzt halt nicht so sehr viele rein, also hier würde jetzt nichts mehr drunter passen, aber die fand ich so süß, die wollte ich unbedingt haben. Wie gesagt, die sind neu, aber ich weiß nicht, ob ich die benutzen kann, denn heute soll es nur um die Natasha Denona Palette gehen. Die habe ich euch ja in meinem letzten Video im Beauty Haul gezeigt und wollte die dann unbedingt ausprobieren und habe sie jetzt auch noch nie benutzt. Extra für die First Impression lag sie jetzt ganz schön lange in meiner Schublade und hat auf ihren Einsatz gewartet. Deswegen wollte ich die heute benutzen und das sind halt sehr, sehr warme Töne. Also die Crease-Farben sind sehr warm. Deswegen denke ich, werde ich mit den Colourpop Lidschatten jetzt nicht so viel anfangen können. Außer vielleicht, ich habe die High Maintenance Palette noch bestellt, die hier. Und vielleicht ist hier, nee, die ist alles andere als braun. Die sehen so aus, also da würde ich auch keine Farbe von, denke ich, nehmen können. Also falls ich mit den Crease-Farben nicht so zurechtkomme, dann greife ich auf irgendeine von den Colourpop Lidschatten zurück. Ansonsten halten wir uns eigentlich nur an die Natasha Denona Palette und ich kann es kaum abwarten, wenn ich ehrlich bin, die zu benutzen. Ich weiß auch, glaube ich, schon, was ich für einen Look machen möchte. Okay, dann prime ich jetzt meine Augenlider. Und zwar wollte ich dafür von Smashbox die 24-Hour Photo Finish Shadow Primer benutzen. Die habe ich sehr, sehr gerne, diesen Primer. Okay, so reicht auch. Das war ein bisschen arg nah. Also, wie gesagt, das ist das gute Stück, das wir jetzt heute benutzen werden. Und hier ist auch gar kein Ton drin, also wirklich. Der glitzert nämlich, oder? Mit dem man es setten kann. Ich probiere es mal. Ich nehme diesen Ton hier unten. Das ist der zweite von links in der untersten Reihe und der heißt Flamingo. Den benutze ich jetzt mal zum Setten. Ich habe es zumindest vor. Also, wir setten damit jetzt mal den Primer. Denn das muss man immer machen. Ich will die gar nicht benutzen. Ich finde das so schlimm. Die sind immer so teuer. Was für eine Farbe nehme ich denn zuerst? Ich nehme diese Farbe zuerst. Das ist die hier. Und das wäre die Farbe Shell. Also wie die Muschel. Ja, die nehmen wir jetzt mal zuerst. Und schauen, wie die ist. Oh. Ich hoffe, dass es die Kamera aufhängt. Sehr, sehr schöne Farbe. Und lässt sich sehr leicht verblenden. Ja, was habe ich euch Neues zu erzählen? Ich überlege andauernd, was ich so ein bisschen nebenbei erzählen könnte. Also ich war vor ein paar Wochen in Berlin bei meiner Freundin der Maren. Ihr kennt sie von YouTube als Fräulein T. Ihr habt es auch schon öfters auf meinem Kanal
gehört. Ja, ich habe sie besucht in Berlin und wir hatten eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Wir waren zusammen auf dem Ed Sheeran-Konzert und ich muss sagen, das war das geilste Konzert, auf dem ich je gewesen bin. Ich habe schon so einiges an Konzerten erlebt. Unter anderem war ich auch schon bei AC/DC und das war bisher eigentlich immer mein tollstes Konzert. Aber was dieser Mann da leistet, das ist einfach Wahnsinn. Der steht da ganz alleine in einer Riesenhalle, wirklich in einer Riesenhalle, hat einfach nur seine Gitarre in der Hand und hat dich emotional so im Griff wie, also Wahnsinn. Du hast wirklich da gestanden am Anfang, wir hatten Gänsehaut, ich habe bald geheult vor Gänsehaut. Und dann kam er raus und hat halt seinen ersten Song gespielt. Er hat zuerst Castle on the Hill gespielt und hat danach erst gesprochen. Und hat dann auch gesagt, also er findet es total Wahnsinn, ne? Seine ersten Konzerte in Deutschland waren so klein und jetzt sind einfach so viele da und war unheimlich dankbar dafür. Und dann hast du schon so gedacht, ah ja, natürlich, kein Problem, ich komme auch nochmal. Also ganz toll. Dann bei den ganzen traurigen Liedern war es teilweise so, dass du wirklich da gestanden hast und hast geheult und hast dich umgeschaut und es hat einfach jeder geweint. Also ganz toll. Und er hat dann auch bei Perfect Rosenblätter im Hintergrund fallen gelassen und also wirklich Wahnsinn. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich das so auf diese Art und Weise erleben konnte, dass ich erstens, wie gesagt, nach Berlin geflogen bin. Ich war bei Maren daheim, sie war dabei und ja, also ganz toll. Ganz kurz zurück zur Palette. Ich werde jetzt diesen Ton hier oben nehmen, aber nur ganz leicht. Und das ist der Ton Sandstorm und will den nur so ein bisschen im äußeren V aufgeben mit dem Sigma E40 Pinsel. Denn der ja, ist jetzt nicht so groß wie der von Morphe, den ich eben genommen habe. Und der von Morphe, ja, ist einfach so riesig, dass du nicht viel Arbeit hast und der soll das jetzt nur so ein bisschen unten drunter lassen. Deswegen nehme ich jetzt diesen Pinsel und mache auch nicht so viel. Ja, wie gesagt, also er hat dich emotional einfach so im Griff gehabt, das war Wahnsinn. Dann bei den ganzen irischen Liedern ist einfach jeder rumgesprungen und also es war eine Stimmung, Wahnsinn. Man wollte gar nicht erst heimgehen und ja, also es war echt wirklich ganz, ganz toll und kann es eigentlich kaum abwarten, bis er wieder mal in der Nähe ist. Da gehen wir wieder zusammen hin. Und er hat ja auch angekündigt auf dem Konzert, dass es nächstes Jahr, also 2018, zwei große Sachen in Deutschland geben soll. Und ich gehe davon aus, dass er eine Stadiontour dann machen wird. Also wahrscheinlich nur zwei, da er ja gesagt hat, es gibt zwei große Sachen nächstes Jahr. Und das wäre natürlich der Wahnsinn. Da bin ich auch sofort dabei. Und wir haben jetzt relativ gegenüber der Bühne gesessen. Das war für mich, fürs erste Mal, Maren war schon ein paar Mal da, fürs erste Mal genau das Richtige, weil ich alles auf mich einwirken lassen konnte. Also die ganze Lichtershow konnte besser auf mich wirken, als wenn ich jetzt vorne gestanden hätte. Ich habe mir auch ein paar Videos in YouTube angeschaut von meinem Lieblingslied, von Bloodstream, das ist mein Lieblingslied, wie die das vorne gesehen haben. Klar, siehst du ihn? Ganz klar, aber du hast jetzt nichts mitbekommen, weil die Bühne ging so schräg nach oben und die haben von den Lichtern dann eigentlich gar nichts mitbekommen. Und gerade bei Bloodstream ja, war die Lichtershow eigentlich das Beste. Und deswegen war ich wirklich froh, dass wir so gesessen haben. Aber nächstes Mal würde ich schon gerne ein bisschen weiter nach vorne, um ihn einfach besser zu sehen im echten Leben. Also mit den Augen konntest du ihn besser erkennen als jetzt auf meinen Kameraaufnahmen. Da siehst du ihn nicht wirklich gut. Aber ja, wie gesagt, es war einfach der Hammer und der ganze Tag war schön, wir hatten super schönes Wetter, waren am Brandenburger Tor, waren bei Starbucks und haben uns dann da hingesetzt und haben einfach mal zwei, drei Tage zusammen genossen und ja, war wirklich ganz, ganz toll und ich, ja, kann es eigentlich kaum abwarten, bis sie jetzt zu mir kommt, bis wir uns wiedersehen, weil ja, ich habe sie echt so lieb und das war ganz toll jetzt mit ihr. Und kann es kaum abwarten, bis sie wieder bei mir ist. Dann hat sie mich jetzt angesteckt. Also ich habe vorher schon die Sendung geschaut,
zwischen Tränen und Tüll oder zwischen Tüll und Tränen. Die habe ich vorher schon geguckt. Aber jetzt gucke ich es halt ständig, weil wir es zusammen jeden Morgen beim Frühstücken geschaut haben. Und sie hat mich mit Game of Thrones so ein bisschen angesteckt, weil ich habe das eigentlich vorher nie geschaut. Aber ja, ich bin jetzt eigentlich nicht drum rum gekommen. Ich mache mal ganz kurz meinen Pinsel sauber. Also das Silber, da halte ich mich jetzt mal fern. Das ist jetzt für heute nicht so das Richtige. Ich habe den hier überlegt. Der ist aber auch sehr schön hier nebendran. Oder so eine Mischung aus beiden. Und das wären die Farben. Das hier ist Skin. Und nebendran ist Moonstone. Also ganz toll. Skin und Moonstone. Auf. Oh. Das ist sehr pigmentiert. Obacht. Wow. Ist aber sehr gold. Ich dachte, der wäre ein bisschen pinkiger noch, aber ist er nicht. Okay. Ich trage den nur vorne auf und trage hinten den anderen Ton auf. Liegt aber an der Farbwahl, die ich vorher getroffen habe. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Pink. Was macht man da? Nehme ich jetzt doch einen Colourpop Lidschatten. Und zwar ist das Buketos. Sieht so aus. Schöne Farbe. Ja, genau so wollt's die Lisbeth. So ein Rosé Champagner. Nicht Gold. Nehmen wir doch diesen Ton hier noch. Der heißt Dreamboat. Wunderschöner Mauve-Ton. So, einfach nur oben, um es ein bisschen zu verblenden, das Glitzerige. Und dafür nehme ich jetzt ein Schwarz. Und zwar nehme ich das Schwarz Crave aus meiner Naked Eyes Palette, aus der Basics. Und trage das am Wimpernkranz auf. Und den trage ich einfach am Wimpernkranz entlang auf. Nur um die Wimpern ein bisschen abzudunkeln. Weil wir ja falsche Wimpern benutzen. Komm, wir haben nichts zu verlieren. Und zwar nehmen wir von House of Lashes die Iconic Lights. Die habe ich ja extra bestellt. Die habt ihr auch in meinem Haul gesehen. Und die möchte ich unbedingt haben. Ich muss sie allerdings kürzen, weil ich eigentlich alle Wimpernbänder kürzen muss. Und wir wollen es ja nicht übertreiben. Kommt ab. So, das kommt denn hier rein. Und dann haben wir das noch übrig.
gefallen mir sehr gut. Einen Vergleich machen zu der Infallible Total Cover Foundation von L'Oreal. Da habe ich einmal die deutsche und einmal die englische Version und ich wollte die zwei miteinander vergleichen, aber dazu ist es nie gekommen. Und ich möchte die deutsche jetzt ausprobieren, weil das jetzt einfach für euch einfacher ist, natürlich sie zu bekommen. Ja, deswegen werde ich die jetzt heute testen. Ich habe sie noch nicht benutzt und bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, auf diese Foundation. Das ist Mousse au Chocolat. Wow. Also es sieht aus wie zwei Würstchen, die ich da jetzt bekommen habe. Und sehr mousseig, erinnert mich an diese Pots, die die damals hatten. Die hat mir in der Schule immer benutzt. Und die... Moment, ich vermische die gerade mal ein bisschen, weil das sehr hart ist. Okay. Fangen wir hier an. Sieht schön aus. Ist ein bisschen komisch von der Konsistenz. Aber deckt meine Rötung super ab. Und jetzt habe ich hier diese Muschmusch auf der Hand. Und man braucht nicht so viel, finde ich. Weil, wenn ich jetzt hier hin drücke, kommt genauso viel Produkt ab. Und die lässt sich super verteilen. Okay, hier ist jetzt ein krasser Pickel, da wollen wir mal schauen. Ja, der deckt sehr gut ab. Also ich habe noch ganz schön was übrig und das ist sehr mousseartig, sehr fest. Ich habe auch das Gefühl, es wirkt fest. Ich zeige euch das mal, es sieht so aus wie Babypuppi, aber es ist sehr moussig. Ja, sie ist relativ fest auf der Haut, aber für mich persönlich macht das jetzt nicht viel aus. Weil ich, wie gesagt, ölige Haut habe und da eigentlich immer alles dagegen tun möchte, dass das auch nicht rauskommt. So, soweit, so gut. Dann, was nun? Ja, Concealer. Nehme ich den Born This Way von Too Faced. Den habt ihr jetzt noch nicht auf meinem Kanal gesehen in Aktion. Nur, wie ich ihn euch vorgestellt habe. Den habe ich mir ja, wie gesagt, aus Amerika mitgebracht. Und finde, dass der sehr, sehr leicht ist und das eigentlich genau das Richtige für mich ist. So, und als Puder unter den Augen ist auch eine First Impression. Und zwar von Kat Von D, das... Brightening Powder in Petal. Das habe ich jemandem auf Instagram abgekauft. Die hat sich das geholt. Ich weiß gar nicht, warum sie es jetzt wieder verkauft hat. Das ist aber noch voll. Das möchte ich jetzt auch testen. Wie gesagt, das ist aus Instagram. Deswegen ist es nicht original neu verpackt. Also es ist schon auf. Das ist auch alles mir entgegengekommen, als ich das erste Mal geöffnet habe. Das möchte ich jetzt auch testen. Weil ich die Locket Powders unbedingt haben wollte. Und Petal ist genau mein Ton zum Brightening. So, ich tippe rein. Oh.
Oh, es riecht künstlich. Hat jetzt keinen bärigen Geruch oder sowas. Wow, sieht das schön aus. Wow, wow, wow. Das ist ein tolles Puder. Also zu viel. Wow. Ey, wenn ihr das einklopft, das passt sich eurem Hautton an. Das ist geil. Das ist ja mal richtig cool. Wow, wow, wow. Das sieht toll aus. Das sieht richtig schön aus. Das sieht schöner aus als das von Laura Mercier. Das Translucent. Das Secret Brightening Powder. Das sieht schöner aus. Weil das dann, sich deinem Hautton anpasst. Das erhält zwar deinen Hautton, aber es nimmt die Farbe von deiner Haut an und das andere bleibt halt sehr weiß. Wow. Geil. Um den Rest von meinem Gesicht zu setten, nehme ich von Laura Mercier das Translucent Powder, das normale. Ich muss dann auch mein T-Shirt wechseln. Jetzt habe ich hier überall Make-up. Und das trage ich mit dem Pinsel auf. Und zwar mit dem Blush Brush von Real Techniques nehme ich das und klopfe das einfach auf die Haut. Ganz leicht, weil wenn ich den großen Puderpinsel nehme, verschiebt der immer meine Foundation unten runter. Und dann kriege ich so glatte Stellen. Butter Bronzer, den ich dort auch gekauft habe, aber den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Kann das sein? Ich nehme den aber. Das ist mein Lieblingsbronzer geworden. Dafür nehme ich von Zoeva den Luxe Cheek Finish, die 126. Aber jetzt erstmal bronzen wir ein bisschen. Zum Konturieren den Dallas Blush. Den da. Der ist nämlich so dunkel bei mir, dass ich jetzt nur Konturieren nehmen kann. Das hat der Beverly Hills Brow Wiz. Ne, nicht Brow Wiz. Brow Definer. Aber mach das off Kamera, weil ich jetzt auch nicht so krass große Kamera-Augenbrauen machen werde. Einfach nur ein bisschen ausfüllen. Die Aufnahme hat gestoppt. Jetzt ist die Farbe erstmal wieder so blöd. Aber weiter geht's. Und zwar habe ich mir einen neuen Blush zugelegt. Das war von Elf. Es ist so ein Duo hier. So sieht es aus. Es ist der Laguna Dupe. Und das soll Orgasm Dupe sein, aber ist nicht Orgasm. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das Ding heißt einfach Santa Lucia Lucia. Und daraus nehme ich den Blush, wie gesagt, weil das so ein... ja, ein peachiger, zurückhaltender Ton ist, der aber schön aussieht und das ist jetzt genau das Richtige für heute. Am meisten freue eigentlich, seitdem ich es auch besitze. Und zwar von Nicole Guerrero und Anastasia Beverly Hills, das Nicole Glow Kit. Ach, es ist noch nicht benutzt, gell? Pure Perfektion ist das für mich. Also, ich will es auch nicht benutzen. Ich will es einfach nicht benutzen. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Also, ich nehme Kitty Cat, weil den möchte ich schon von Anfang an benutzen, sobald ich ihn gesehen habe. Das ist der hier oben, dieser krass pinke Ton. Ich glaube, man braucht gar nicht so viel.
Oh, ist das schön. Oh. Beautiful. Forever young. Oh. Und von denen halber einkaufen, ich habe sie nicht mehr alle. Ey, das ist geil. Nämlich Forever Lit als Highlighter. Und ich glaube, kein Wunder, dass manche Sachen gebrochen ankamen, weil die sind so weich. Das merkt man auch richtig. Es kommt halt kein so ein Staub wie normalerweise. Oh mein Gott. Jetzt tusche ich noch meine unteren Wimpern. Wahnsinn. Habe ich irgendeinen neuen Lippenstift, den ich teste? Also ich habe von Colourpop mir BFF bestellt, den Lip Liner. Oh, ich könnte heute so ein MAC-Dingens hier nehmen von Mariah Carey. Die habe ich noch nicht probiert. Okay. Also zuerst BFF von Colourpop. Lip Cream noch wegmachen. Ich sehe total weiß aus in der Kamera. Sehe ich im echten Leben gar nicht. Okay, also wie gesagt, BFF. Zwei hier, die sind noch unbenutzt von der Mariah Carey Holiday Kollektion. Da habe ich einmal McGizzle and Darling. Das ist Darling. Das merke ich so. Und ich glaube, ich nehme merke ich so. Ja, meine Lieben, und das waren dann die Produkte, die ich jetzt alle benutzt habe für mein Full Face of First Impressions. Ihr findet nochmal alle Produkte unten in der Infobox. Ich komme nachher nochmal wieder und lasse euch wissen, wie die Foundation heute so meinen Tag über performt hat. Bisher bin ich total begeistert von ihr. Sie sieht eigentlich aus, wie ich mir gehofft hatte. Ist ein bisschen dicker als gedacht am Anfang, aber komme ich mit zurecht, weil ich einfach so ölige Haut habe, dass das nachher sowieso dafür, ihr seht hier vorne, glänzt sie schon wieder ein bisschen, obwohl da kein Highlighter ist. Aber ja, meine Haut, glaube ich, ist einfach keine normal ölige Haut. Bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich war jetzt auch bei vielen Ärzten, die mir da ein bisschen jetzt helfen sollen. Und ja, bin total zufrieden. Die Lippenfarbe ist sehr schön, den habe ich auch noch nie benutzt, obwohl ich ihn jetzt schon habe seit Dezember. Die Wimpern, mein neuer Favorit, wirklich, also neuer Favorit, sind sehr, sehr schön, sind die schönsten, die ich habe. Und Iconics waren ja früher meine Lieblingswimpern, aber die waren halt so krass, dass ich sie halt selten benutzen konnte. Deswegen bin ich dankbar, House of Lashes, dass ihr jetzt die Iconics in Light rausgebracht habt. Und wie gesagt, an Anastasia Beverly Hills und Nicole Guerrero, das Glow Kit
ist ein Must-Have, wirklich, also es ist ja halt auch für jeden was dabei. Man hat hier oben zwei dunklere Töne, den Glowgetter und 143, für wenn man gebräuntere Haut hat. Diese drei finde ich sehr schön für meinen Hautton. Den finde ich auch sehr interessant, den werde ich demnächst mal benutzen. Und auch als Lidschatten möchte ich den unbedingt haben. Aber Forever Young und Kitty Cat, die hier, sind meine Lieblingsfarben. Also ich habe jetzt nur diese zwei drauf und es ist einfach der Wahnsinn. Im Inner Corner, wie gesagt, habe ich den Forever Lit. Passt auch wunderschön, ist eine sehr schön knallige Farbe. Also muss ich sagen, bin rundum zufrieden. Natasha Denona Palette auch sehr zufrieden. Hat super, super, super Farbabgabe. Hatte jetzt bei mir nicht so viel Fallout, obwohl ich es so gehört hatte. Also ganz toll. Ich war super begeistert. Auch sie, also nur weil die Farbe jetzt nicht das war, was ich jetzt heute wollte, heißt das nicht, dass die Lidschatten nichts waren. Im Gegenteil. Also es waren sehr, sehr schöne Lidschatten. Man sieht ja auch noch im äußeren Augenwinkel, habe ich den da... Das war Shell, oder? Skin. Das war Skin, der hier. Ganz tolle Farbe. Und der andere eben auch eine sehr schöne Farbe, Moonstone. Ist mir jetzt aber zu Gold gewesen heute, weil ich halt wusste, wieso der Rest ist eben mit dem, mit dem Glow Kit. Das ist halt sehr pink, deswegen wollte ich es ein bisschen pinker haben. Aber ganz, ganz toll. Mit der Farbe habe ich es gesettet. Und wie gesagt, die hier muss ich irgendwann mal benutzen. Das ist einfach eine wahnsinnig geile Farbe. Ich war von der Farbabgabe jetzt sehr begeistert. Und glaube, wenn ich sie jetzt noch ein bisschen mehr getestet habe, das war ja jetzt gerade das allererste Mal, dass das mit einer meiner Lieblingspaletten sein wird. Ja, wie gesagt, filme dann noch ein Video, gehe einkaufen und danach kann ich euch dann erst sagen, wie die Foundation so den Tag über jetzt performt hat. Und sage dann jetzt einfach mal bis gleich. Hallihallo, da bin ich. Ich bin wieder zurück. Wir haben um einiges später. Wir haben jetzt, mein Akku ist leer. 8:30 genau. Und ihr seht auch, die Lichtverhältnisse sind ein bisschen anders als heute Morgen. Nur um die First Impression zu beenden. Also wie gesagt, als Foundation habe ich ja von L'Oreal die Infallible Total Cover benutzt. Und dazu jetzt nochmal mein Fazit. Also wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 6 bis 7 Stunden drauf. Ich habe das heute Mittag, bevor wir weggegangen sind, gedreht und sehe jetzt aktuell so aus. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit dieser Weichzeichner weggeht. So. Also wie ihr seht, sehe ich eigentlich so aus, wie ich jeden Tag ausschaue. In den Augen ist es auch ein bisschen reingerutscht, das ist aber relativ normal. Dafür finde ich, sieht es eigentlich noch sehr, sehr gut aus. Die Augenbrauen sind noch gut in Shape und der Rest ist halt so, wie es bei mir mittlerweile jeden Tag ist. Ihr seht, hier hat sich es schön abgesetzt und einfach hier ist total glänzig und nicht mehr so schön. Die Lippen natürlich sind auch nicht mehr da. Ich nehme jetzt mal noch ein Tuch, damit ihr das gleich sehen könnt, wie das ungefähr aussieht. Also so sehe ich halt jeden Tag leider aus. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht das Produkt gefunden, was das alles aufhält. Liegt aber auch, wie gesagt, an meiner Haut und bin da ja jetzt gerade dabei, dagegen was zu finden. Bin halt nicht so begeistert. Ansonsten, die Foundation hat sehr gut ausgesehen, hat auch schön gehalten eigentlich. Also sie hat jetzt nicht so krass abgefärbt hier. Ist jetzt ein bisschen weg, aber das ist vom, wenn ich halt wo sitze und so und dann so mache, dann geht es ab. Das ist völlig normal. Aber hier seht ihr ja, oder auf der Stirn, sieht sie einfach noch sehr gut aus. Hier der Bronzer ist auch nicht verschwommen oder so, der sieht schön aus. Klar, der Highlighter geht jetzt ein bisschen unter, eben weil hier alles jetzt wie gehighlightet aussieht, aber ansonsten hat alles gut gehalten. Und kann euch sagen, ich bin zufrieden mit dieser Foundation. Sie hat für mich den Test bestanden, weil wie gesagt, das Ölige hier, das ist bei mir normal. Da kann ich leider nichts dagegen tun und da gibt es auch nichts dagegen, außer dass die Maßnahmen, die ich jetzt bald in Angriff nehmen werde. Und also wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Tuch drüber. So mache ich das eigentlich immer. Und zwar wickele ich meinen Beauty Blender hier ein, dass das dann so aussieht. Und tippe dann hier so drüber, damit ihr das sehen könnt.
Also das ist jetzt von einer Seite das ganze Öl. Jetzt seht ihr das hier natürlich nicht, weil es viel zu hell ist. Einen Moment, vielleicht könnt ihr es so erkennen. Das ist jetzt von einer Seite, wie gesagt. Dann nehme ich noch die Seite. Die Nase. Und dann geht auch auf der Nase natürlich Produkt weg. Und dann sehe ich so aus. Und das ist jetzt das von nur von hier. Wenn ich jetzt alles machen würde, ja, das ist halt bei mir einfach sehr extrem. Ja, zum Lidschatten, wie gesagt, ich bin hellauf begeistert gewesen und bin ich auch immer noch. Dass die Falte jetzt so ausgeprägt ist, das ist halt normal. Das ist einfach mein Auge, meine Augenform, dass ich hier einfach die Falte habe und die wird dann irgendwann natürlich sichtbar. Dagegen kann ich nichts tun, da kann niemand was dagegen tun. Das ist bei mir so und dafür sieht es noch sehr gut aus. Ich habe ja jetzt hier auch meinen Spiegel und ja, bin sehr begeistert. Das ist alles noch an Ort und Stelle. Es ist nicht jetzt hier oben bröselig geworden oder so. Also ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Highlighter, wie gesagt, wunderbar. Wimpern sind jetzt schon mein neuer Favorit. Also ich habe ein paar Mal auch so im Spiegel geschaut, ne, oder wenn wir irgendwo gestanden haben. Oder ich liebe das, wenn ich so mache. Das passiert halt, wenn ich lache zum Beispiel, ne? Dann geht es so hoch durch meine kleinen Augen und das finde ich, sieht total schön aus. Ja, also die kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch die holt. Vor allen Dingen auch super halt für diejenigen, wo die Iconics jetzt halt nicht funktionieren, wäre das eine super Alternative. Und dann sage ich euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die First Impression gefallen hat, dass ich ja trotzdem noch irgendwie auf den Punkt gekommen bin und dass es jetzt nicht so arg langweilig gewesen ist. Und dann lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir gerne noch irgendwas in die Kommentare, was ihr so jetzt zu dem Video zu sagen habt oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge. Habt ihr zum Beispiel noch einen Videowunsch? Ich habe gerade gefragt auf Instagram, ob man eine Parfümsammlung sehen möchte, weil ich das eigentlich recht cool finde. Da habe ich jetzt 2, 3 Videos geschaut. Könnte ich auch noch abdrehen, außer wenn jetzt halt gar kein Interesse daran besteht, dann würde ich das natürlich nicht filmen. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich hab euch lieb. Mua. Tschüss. Macht's gut, ihr Süßen.